Bützow, gestern Abend, kurz nach dem Tornado. In der Schneise der Windhose blieb so gut wie nichts heil. Etliche Häuser sind nicht mehr bewohnbar. Der Tornado, hier Bilder von einem ähnlichen Phänomen gestern Abend bei Schwerin, richtete Schäden an, die wohl in die Millionen gehen. Genau kann das im Moment noch niemand beziffern. Die Einwohner der Kleinstadt total geschockt. Wir sind entsetzt über das, was hier zu sehen ist. Es ist eine Katastrophe für die ganze Stadt. Noch am Abend waren in Bützow alle auf den Beinen. Viele Einwohner halfen den Einsatzkräften bei der Beseitigung der Trümmer. Die Feuerwehrleute allerdings hatten selbst erst einmal mit den Sturmschäden zu kämpfen. Nach der Alarmierung war es für die Einsatzkräfte selber schwierig, zum Gerätehaus zu kommen, da sämtliche Zufahrtswege auch zum Gerätehaus versperrt waren, sodass die Ausrückezeiten doch etwas gedauert haben. Wir haben sofort die Alarmstufe groß gezogen vom Landkreis, sodass aus dem gesamten Amtsbereich und aus dem Umfeld des Landkreises Wehren dazugekommen sind. Insgesamt waren während der Nacht mehr als 130 Einsatzkräfte unterwegs. Der Katastrophenschutz richtete einen Krisenstab ein, koordinierte die Sicherungsmaßnahmen an den Häusern und die Versorgung der Verletzten. Wir haben momentan eine Meldung aus dem Krankenhaus, dass wir ca. 30 Verletzte haben, allerdings Leichtverletzte mit leichten Schnittwunden, mit leichten Prellungen wegen herunterfallender Gegenstände. Aber das Krankenhaus ist voll einsatzfähig, voll funktionsfähig. Das gesamte Ausmaß der Schäden wurde erst heute Morgen deutlich. Inzwischen haben die Regierungsfraktionen im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern schnelle und unbürokratische Hilfe angekündigt. Und wir schalten jetzt zu meinem Kollegen Martin Möller in Bützow. Wir haben es gerade gesehen, Dachziegel flogen durch die Gegend. Wie ist das zu erklären, dass glücklicherweise niemand tödlich verletzt wurde? Ja, wir stehen hier also am westlichen Ortseingang. Hier ist dieser Tornado reingegangen in die Stadt. Es war ein Tornado, sind sich Meteorologen ganz sicher. Und es gibt auch keine kleinen Tornados. Es war ein Tornado, wie wir ihn sonst aus dem mittleren Westen der USA kennen. Und dass niemand tödlich verletzt wurde, wir sehen das hier in dem kleinen Einspieler, ist tatsächlich ein Wunder. Das sind also Dachpappen, also Dachteile, Dachziegel, senkrecht durch die Gegend geflogen, in Häuserwänden stecken geblieben. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass gerade zu dem Zeitpunkt, wo eben dieser Tornado durch die Innenstadt flog oder zog, eben auch es ganz stark geregnet hat. Dadurch hat sich keiner rausgetraut und dadurch ist das Allerschlimmste, eben Todesopfer, zum Glück nicht passiert.